Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekauf. Und diesmal ist es kein ganz normaler, einziger Pferdekauf, sondern ich raste förmlich aus und kaufe mir alle drei neuen Navari. Jetzt frage ich euch, nein, eigentlich kaufst du dir zwei, auf dem einen sitzt du schon. Ja, fehl, ich weiß. Nee, aber am Mittwoch habe ich mir schon einen gekauft, aber da ich ja die Zwischenprüfung hatte, weil ich vor X Videos mal erzählt hatte, ist natürlich sehr stressig gewesen und Kaufvideo ging dann eher schlecht, weil ich dann am Abend total platt war und andere Sachen im Kopf hatte. Aber das hole ich jetzt nach. Ich kaufe mir jetzt noch die restlichen zwei und dann stelle ich sie alle vor. Alle. Also alle neun. So. Dann wollen wir mal. Ich habe mir auch extra schon Namen überlegt, damit das diesmal nicht so lange dauert. Und ich würde sagen, wir fangen mal links an. Denn es wird nämlich als erstes der Rappe werden. Denn den Isabel oder Dominant White oder was auch immer das für eine Fellfarbe jetzt ist, den habe ich mir ja schon am Mittwoch gekauft. Das ist die das Frostaura. Den werde ich natürlich aber auch vorstellen. Also keine Sorge. So. Vielleicht noch Musik ein bisschen anpassen. Ah. Denn als erstes ist nämlich der schwarze Mavari. Und da, weil ich mir auf jeden Fall den schwarzen hole, liegt aber auch ein bisschen an meinem Comic. Da ich der Nachtreiterin Katja, die jetzt auch ein schwarzes Pferd hat, als diesen Stalker, also Stalker ist das Pferd von Katja, ein Mavari-Modell verpasst hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall einen schwarzen Mavari kaufen. Und er ist sowieso total süß. Also klar. Das Mavari, was ich immer zeichne, ist so komplett schwarz, aber die Blässe ist einfach so goldig mit diesen blauen Augen und den Abzeichen. I cannot, Leute. Und natürlich passend zu diesem Stalker, da kann ich das Pferd ja nicht Stalker nennen, oder? Kann ich das? Das Pferd kann man nicht Stalker nennen. Würde mich jetzt mal kurz interessieren. Ich habe natürlich einen Namen, also keine Sorge. Ne, kann man natürlich nicht, aber wäre total Panne gewesen, wenn ich mir voll den Namen jetzt gerade überlegt hatte. Ich habe Videos durchgeguckt, um zu überlegen, was für einen Namen ich passend jetzt zu einem Pferd nehme, wo die Reiterin was mit Albträumen zu tun hatte. Nightshade, ein Nachtschemen sozusagen. Weil ein Monster wollte ich jetzt nicht nehmen, weil Monster das klingt immer so brutal, finde ich. Aber so ein Schemen, das passt schon echt gut. Pferd Nummer 1. Eigentlich nur Pferd Nummer 2, weil ich sitze ja schon drauf. Das wird auch spannend, die ganzen, oh Gott, Pferde vorzustellen. Aber ich habe mir diesmal gedacht, Leute, ich stelle, weil ich ja schon einen Pferdekauf gemacht habe, wo ich vernünftig die Gangarten mit Ton gezeigt habe, also wo ich auch kommentiert habe, mache ich das zweite nur noch per Musik. Und als zweites, oder er gesagt, drittes, kommt noch der Schicke. Ich habe echt wenige Schecken in meinen Stall, aber der hat es mir wirklich angetan. Das gibt's einfach nicht. Und das Pferd wird heißen. Oh, das wollte ich mal wieder suchen. River. Hoch. heißen. Zack. Ich hatte noch, glaube ich, kein Kaufvideo, wo ich auf einmal mehr als ein Pferd gekauft hatte. Noch nie, glaube ich. Wenn, dann korrigiert mich bitte, aber ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auf einmal in einem einzigen Kaufvideo direkt zwei Pferde gekauft habe. Meine Starcoins. Goodbye. Goodbye. So, dann gucken wir uns mal die Pferde auch nochmal im Stall kurz an. Ich suche dann mal eben noch diese grüne Satteldecke raus. Oder, das ist, glaube ich, die grüne. Probier da was aus. Einfach mal sagen, den Palomino tun wir raus, der ist ja schon ausgelevelt. Packen wir Nightshade einfach jetzt mal hier rein. Und Riverdale packen wir mal hier direkt nebeneinander. Als erstes gucke ich mal eben kurz nach einer Satteldecke. Mensch. Ich weiß, top aufgeräumt. Ich habe meine eigenen
Nennen wir es, ich habe meine eigene Idee, wie ich die Sachen zusammenpacke. Und ich glaube, irgendein Pferd hat doch diese Satteldecke drauf. Well, etwas Panne, aber typisch me. Nicht? Gucken, ob es vielleicht ein Bug ist. Manchmal sieht man die Klamotten nämlich auch nicht. Nee, Tatsache. Mein Champion-Araber hat nicht die Decke drauf. Okay, das ist echt höchst interessant. Fail. Aber das ist ja typisch mir. Das Video wird wahrscheinlich auch etwas länger gehen als normal. Ich habe es einfach nur irgendwie übersehen. Die meinte ich nämlich nicht, obwohl das auch wahrscheinlich echt schön aussehen kann. Ich packe die einfach auch mal mit ein. Wo ist die grüne Satteldecke, wovon ich ganz Zeit rede? Weg. Nee, nicht weg. Irgendwo im Nirgendwo. Nicht die, nicht die. Es ist diese hier nur in grün. Das ist jetzt höchst interessant. Ich würde können, dass sie nämlich hier irgendwo vorne in dem Bereich ist. Wo zum Teufel ist die? Hat die noch irgendein Pferd hier auf? Ja, das ist Winteroutfit, 100 Pro. Die wird schon irgendwo sein, aber bevor ich jetzt das ganze lang, ganze Zeit im Video lang nachgucke, ja. Egal. Dann machen wir es halt so. Der Gute muss das halt mal ein bisschen im der Stallgasse stehen bleiben. Ich würde sagen, gucken wir uns so nach und nach die Pferde mal an. Ich gehe erstmal auf die komplett neuen, weil ich hier unbedingt auch mal reiten möchte. Hihihihi, grins. Und dann gehen wir noch kurz zum Friseur. Gucken wir mal kurz das Putzen an. Und dann werde ich von den Gangarten einfach euch als Musikvideo mal zeigen, wie die Gangarten bei den Pferden aussehen, weil viele würden schon gern wissen, wie das aussieht mit dem Pferd, wie das im Spiel ist, weil auf Bildern und so wirkt es natürlich immer etwas anders. Ja, das Putzen nochmal, total liebevoll. Das Trinken und Fressen zugleich. Oh. Und auch diese Schattierung, dieses. Auch wenn es so leicht gräulich-schwarz wirkt, aber es ist schon echt schönes Schwarz, muss ich sagen. Und einmal Hufe auskratzen. Zack. Wechseln wir hier mal die Hufeisen. Ich glaube, warte mal, habe ich auf den? Boah, sieht schon geil aus. Blau will wahrscheinlich auch voll geil auf ihm aussehen. Klar. Ich will mal das Krasse reiten. Ah, oder gehen wir so drauf? Irgendwie, komm. Sind wir ganz krass mit den weißen Gamaschen sogar? Komm, ich bin mal ganz krass. Das sieht einfach geil aus, oh mein Gott. Ja, ich bin jetzt blaufarblich angekleidet. Das passt jetzt nicht so hundertprozentig, aber. Gehen wir mal zum Friseur, würde ich sagen. Dann gucken wir uns da die Frisuren an. Aber ich glaube wahrscheinlich, ich weiß schon, welche Mähne ich wahrscheinlich nehmen werde. Das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Dann machen wir das gleiche mit dem Dunkelchecken auch nochmal. Und dann zeige ich von den drei nochmal in aller Ruhe die Gangart. Ich kann aber. Nee. Danach gehen wir nochmal mit diesen Isabellfarbenen auch nochmal in den Friseur. Weil manche wollen ja vielleicht wissen, wie es mit den Isabellfarbenen auch mit den Frisuren aussieht, ne? Darf ich jetzt bloß nicht vergessen. Ungewohnt jetzt, drei Pferde zu zeigen. Das ist verdammt ungewohnt. Da man immer gewöhnt ist, man kauft sich im Kaufvideo ein Pferd. Das war's dann, aber.
Aber das habe ich ja insgesamt 3 Pferde zu präsentieren. Deswegen etwas ungewohnt, aber kriegen wir gebacken. Die Frisuren. So, die typische kennt ihr von dem Mavari, die ganz lange. Super schön. Auch echt toll, muss ich sagen. Den hohen Schweif. Dann einmal die kurze. Hat auch irgendwie was. Oh, diese blauen Augen, Leute. Oh mein Gott. Komm, mach Köpfchen hoch. Ich muss sagen, bei dem sieht das noch mehr hengstig aus wegen dem Hals, ne? Und der Schweif ist nicht ganz mein Favorite. Deswegen finde ich die anderen Frisuren bei Mavari nicht so schön, weil das Schweifen meist nie gefällt. Nicht, weil er verschwommen ist, das gar nicht. Die sind, ja, also Star Stable hat sich ja echt verbessert. Also seht ihr hier, wie detailliert hier die Strähnen sind, sind bei dem auch, aber mir gefällt das Ende nicht. Dieses alles so gerade und dann unten nur die Zacken. Hier hast du ein bisschen mehr durcheinander. Hier fällt schon ein bisschen auf, dann geht es hier noch ein bisschen länger. Das mag ich halt bei den Frisuren nicht ganz so gerne. Dann haben wir hier die Zöpfchen. Sieht auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Hat sowas von einem kleinen Dressurpferdchen. Der Schweif ist in Ordnung. Dann kommen wir zu etwas längeren. Bei Mavari bewegt sich alles ab der Länge hier. Bei anderen Pferden war das nicht so, dass sich erst bei dem, glaube ich, bei dem Andalusia hat sich erst hier bewegt und beim neuen EVB. Aber der Mavari bewegt sich schon die Mähne ab der mittleren Länge schon. Vielleicht können wir das hier sehen, wenn er sich ein bisschen bewegt. Bewegt sich mal ein Stückchen mehr. Ja, da bewegt sie sich nämlich. Habt ihr gesehen? Und der Schweif. Unten etwas zu dick für meinen Geschmack. Dann die komplett lange. Schade, dass wir nicht die andere Seite komplett mal sehen können. Sieht auch auf ihm schön aus, aber der Schopf gefällt mir auch gut, aber der Schweif ist wahrscheinlich wieder so richtig buschig. Naja, ne? Wem es gefällt. Und natürlich dann die Stehmähne. Und die sieht einfach so geil aus. I cannot, Leute. Ich habe mich so in diese Stehmähnen verliebt. Es tut mir fast irgendwo leid. Aber der Schwarze muss auf jeden Fall eine Stehmähne bekommen, weil ich den ja an den Stalker anpasse. An meinen Comic nicht auch eine Stehmähne. Und die Stehmähne, Leute. Tut mir leid. Ich verfluche mich voll viele, weil ich hier nur Stehmähne verpasst habe. Das sieht einfach so unfassbar geil aus. So. Dann würde ich sagen, gehen wir zu dem Schecken und machen das Gleiche mit dem Schecken auch noch. Und dann mit dem Isabellfarbenen oder Dominant White. Oder ich weiß gar nicht, wie man diese Farbe nennt. Also SSO hat wieder geschrieben, es ist ein Isabellfarbener. Wahrscheinlich unter euch Pferdekenner wisst ihr jetzt wahrscheinlich, was für eine Farbe das überhaupt ist. Auf den Schimmel warte ich immer noch, Leute. Sobald der Schimmel reinkommt in SSO, werde ich mir auch den Schimmel kaufen. Ihr habt richtig gehört. Ich werde mir auch noch den Weißen holen, sobald der Weiße drin ist. Ja, meine armen Starcoins. Dann haben wir Riverdale. Den wunderschönen Checken. Der guckt so leicht grimmig. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie so geil bei diesen Dunkelchecken. Das gleiche gilt auch für diesen dunklen Tinker. Guckt auch immer so richtig schön grimmig. Und da würde eigentlich auch ein grünes Set echt für gut passen, würde ich meine blöde grüne Decke finden. Aber ich glaube, ein blau. Ich habe ihn auch schon mit einem blauen Set gesehen. Das stand ihm auf jeden Fall auch mega gut. Und noch das Trinken. Zack. Steigen wir mal auf. Ja. Hat auf jeden Fall auch was. Aber ich glaube, ein grünes Set würde ihm noch mehr stehen. Also komplett grün. Aber schade, dass es kein grünes Zaumzeug gibt. Zaumzeug. Ich meine, jetzt so ein leicht getöntes Grün oder irgendwie sowas. Oder? Da habe ich noch so ein
hellbraunes Zaumzeug? Da kriege ich was mit dem Bosa hin, warte mal. Da haben wir nichts Grünes. Das hier. Passt Satteltasche nur nicht mehr. Aber egal. Aber keine Champi-Werte, das kotzt mich so an. Da ist sie doch! Wer von euch haut sich jetzt gerade mit der Handfläche gegen die Stirn? Es tut mir leid. Vor Aufregung habe ich diese Decke nicht gesehen. Oh mein Gott. Aber ich habe da auch noch einen braunen Sattel. Komm, wenn, dann machen wir es jetzt richtig. Wo haben wir denn den braunen Sattel hingetan? Da haben wir ihn. Oh mein Gott. Das steht diesem Pferd so geil, das ist ja unfassbar. Unfassbar. Sehe schon, es geht schon 16 Minuten lang, also nur vom Zeigen her. Das wird ein echt mega langes Kaufvideo, Leute. Aber gut, ich habe jetzt Zeit sowieso so wenig Videos rausgebracht. Es ist überhaupt nicht schlimm, mal so ein langes Video zu machen. Dauert halt vom Exportieren etwas länger, aber naja, ne? Dann ist es mal so. Dann gucken wir uns jetzt auch noch mit dem Frisuren an. Das ist auf jeden Fall wieder die lange Mähne. Steht dem Pferd auch echt mega gut. Ich muss echt überlegen, ob ich bei dem mit der langen bleibe oder, oder auch kurz gehe. Das wäre die kurze. Es geht irgendwie. Der Schweif macht. Ne, der Schweif macht mal wieder alles kaputt. Dann haben wir die Zöpfchen. Ja, sieht cute aus, aber irgendwie nicht ganz mein Fell auf den Checken. Aber was ich schön finde ist, warte mal. Wo der weiße Anteil der Haare sind, sind auch die Knötchen weiß. Das finde ich gut. Muss ich ja mal sagen. Aber hier sind zum Beispiel so schwarze Strähnen, die überlappen. Oh. Aber der Schweif, oh, geht auch wieder recht gut. Dann hier etwas längere Mähne. Eigentlich müsste man noch so eine schöne Ansicht von den, von beiden Seiten machen. Damit man die Mähne auch mal vernünftig sehen kann. Aber da hat auch so ein paar schwarze Strähnchen drin in Weiß. Der Schweif, naja, ne? Dann gehen wir mal wieder zum ersten mit der ganz langen. Ui. Ein bisschen weniger Weißanteil, glaube ich, oder? Nee, warte mal. Hier hatte der voll viel Weißanteil. Da ist es wieder ein bisschen weniger. Auch nicht schlecht. Und der Schweif natürlich wieder sehr buschig. Und dann kommen wir zur Stehmähne, was eigentlich. Es tut mir leid, Leute, es sieht so geil aus. Es tut mir leid, es sieht einfach so geil aus. I cannot. Oder bleibe ich mal bei einem Pferd noch lang? Ich glaube, bei dem mache ich das auch. Gott, meine Star Coins. Farewell. Yes, farewell. So, dann gucken wir uns auch ganz flott die Isabellfarben an. Da ziehe ich jetzt aber auch keine Ausrüstung drauf. Da springe ich jetzt eben nur kurz um. Weil
Den wollt ihr wahrscheinlich jetzt auch nochmal in Action sehen. Ich zeig ja drei Pferde. Wird halt jetzt mal ein etwas längeres Kaufvideo. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Weil zwei Teile draus machen ist ja auch doof. Kann ich den in der Stallgasse putzen? Ja, kann ich. Und nochmal der Isabellfarbene. Oder der Dominant White, wie man auch immer nennt. Ein Tufe auskratzen. Und mal das Tränken und Füttern. Auch ganz süß, also weiße Abzeichen hier an den Beinen. Ein bisschen am Kronenrand hier ein bisschen. Und so ein paar Stichelhärchen hier oben drauf. Und so süße Flecken. Komm, machen wir jetzt auch noch eben flott. Dann haben wir auch alles durch. Und dann konntet ihr zumindest beim Putzen schon mal ungefähr sehen, welches gefällt mir besser. Und dann zeige ich euch im Schnelldurchgang gleich mal die Gangarten von allen drei Pferden. Steve's Farm mal wieder. So. Ganz flott noch eben. Habt ihr alles gesehen? So würde der normalen Standardmähne von Mavari aussehen. Sieht auch schön aus. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich diese Mähne nicht mag und deswegen die Stehmähne nehme. Aber die Stehmähne ist einfach so geil, finde ich. Ja, und da ändert sich ja kaum was. Außer, dass es da ein bisschen heller ist. Ja, so. Hell, dunkel. Hell, dunkel. Okay. Die etwas kürzere Mähne gefällt mir gar nicht auf ihm, muss ich sagen. Ist zumindest nicht ganz mein Fall. Die Zöpfchen. Komm, Rübe hoch. Boah. Ganz nett, aber auch nicht ganz meins bei ihm. Vielleicht für so ein schönes Dressurpferdchen. Dann die etwas längere. Auch nicht schlecht aus bei ihm. Der Schweif ist nicht so ganz mein Fall bei diesem Mähnstil. Und zum Schluss die komplett lange. Komm, rüber hoch. Die sieht auch echt schön aus. Dick, lang und wuschig. Besonders der Schopf und der Schweif. So, ich begebe mich aber dann schon mal in Wildpferdemodus und würde einfach mal sagen, ihr Lieben, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich mache jetzt kurz die Aufnahmen zum Schneiden mit dem Musikvideo. Und dann da am Ende nochmal mein Resultat und dann würde ich sagen, bis gleich.
So, ihr Lieben, das war's auch mit diesem übelst langen Pferdekauf-Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und war vielleicht nicht doch zu lang gekaut, aber versuche ich ja immer auch die Pferde vernünftig zu zeigen, denn deswegen guckt man sich ja auch Kaufvideos an, um zu schauen, ob das Pferd einem in-game gefällt. Wenn ihr natürlich einen etwas genaueren Pferdekauf haben wollt, wo ich auch das zu den Gangarten sage, meine Meinung sage, dann schaut doch mal in meinen allerersten Bavari-Pferdekauf, weil da habe ich auch mehr zu gesagt und jetzt nicht nur mit Musik abgespielt. Da habe ich die Gangart noch etwas vernünftiger wahrscheinlich gezeigt und auch meine Meinung dazu gesagt. Aber ihr Lieben, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!